Es ist nur das obere Teil. 200 Metern Ausfahrt A46 auf der linken Seite Richtung Düsseldorf Nord. Garzweiler. Links abbiegen auf Berzeliusstraße. Nach 300 Metern erreichst du das Ziel. Ja, auf dem Weg nach Xanten machen wir noch einen kleinen Abstecher nach Tiger and Turtle. Ganz spontan mal wieder. Ganz ja, spontan, wie wir halt sind. Ja, mal eben schnell in der Siedlung geparkt. Das ist was jetzt für mein Schätzelchen. Warum ist das so dunkel hier? Egal, machen wir das so. Und ja. Hier fliegen schon die ersten Drohnen. So eine Drohne, das wäre jetzt auch noch was für mich. Also wenn einer noch irgend so ein Schätzelchen über hätte, was er gar nicht mehr braucht, oder mal testen oder so. Liebe Leute von DJI, wenn ihr das seht, was ihr sicherlich seht. Naja gut, Spaß beiseite. So, wir gehen jetzt hier mal so den Berg hoch, den Hang hier, den Weg hier hoch. Ich persönlich am Anblick, ja, wird er schon weiß um die Nase? Piep, kacke Bier in der Hose. Der eine oder andere weiß ja, ich hab's nicht so mit der Höhe. Aber mein Schnuckemäuschen. Ach du Scheiße, ey. Da laufen Menschen rum. Selbstmörder. Gut. Einfach mal selber gucken. Hoch, in diesem Leben zumindest nicht. Ich übergebe mal.
Also, da ich das alles so offen ist, wurde mir selbst da oben jetzt ein bisschen mulmig. Ach, ja doch. Also, guck mal. Das war schon, ja, aber muss man sehen. Ich meine, die Gegend hier ist jetzt nicht so unbedingt sehenswert. Industriekultur. Ist Industrie, aber schön gemacht. Ruhrpott, so sieht's aus. Genau, so, weiter geht's. Nach Xanten. Nach Xanten. Tschüss, ihr Lieben. Archäologisches Dings da. Gucken wir mal, was so. Die Römer hier so gemacht haben. So, archäologischer Tag könnten. 10 bis 16 Uhr. Montags bis Sonntags, 8 Uhr bis 18 Uhr. März bis Oktober. Oh. Das heißt. Wir sind aber dann schon spät dran, oder? Wir sind schon sehr spät dran. 15.21 Uhr, das kann nicht sein. Ja, dann lohnt sich das für die 9 Euro, da gar nicht mehr reinzugehen. Aber wir werden trotzdem da mal... Dann gehen wir gleich mal durch die Altstadt. Toll. Historische Stadtkern, gucken wir uns dann mal an. Aber wir gehen jetzt da auf jeden Fall mal hin. Was habe ich denn da gelesen? Ja, Schatz. Ja, wieder Kacke gemacht. Ja, Kacke, wie gesagt. Aber man muss ja immer das Gute darin sehen. Wir können mal wiederkommen. Ja, genau. Und vor allen Dingen, jetzt gucken wir uns dann mal den historischen Stadtkern an. Wenn wir schon mal gerade mal hier sind. Ja, das machen wir jetzt auch. Und dann machen wir irgendwann mal eine schöne Tagestour daraus. Genau. Oder so eine Wochenendtour. Hier gibt es auch ein paar schöne Stellplätze, haben wir gesehen. Na ja, gut. Ab in die Stadt.
Da ist der? Gordo. Gordo. So, ihr Lieben. Kalt war es, ist es. Oh ja. Also. An diesem historischen Ort. Genau. Also Xanten, kommen wir doch mal her, gucken uns das mal vielleicht bei wärmerem Wetter an. Weil jetzt hatte ich irgendwie auch keine Lust mehr. Ist auch kalt. Windig. Es ist kalt, es ist windig. Ja, leider. Hat zugehabt. Oder kurz vor zu. Hat sich nicht mehr gelohnt. Der Dom ist aber auf jeden Fall sehenswert. Das stimmt. Und der Rest bestimmt auch noch. Teil haben wir gesehen. Gute Eisdielen haben wir gesehen. So, für uns war das jetzt die letzte Station in unserem Urlaub. Wir werden jetzt aufbrechen und ab nach Hause fahren. Ja, wir haben jetzt noch eine Stunde bis nach Hause ungefähr. Und ja, an diesem schönen historischen Ort ist, glaube ich, genau der richtige Punkt. Ja. Einmal danke zu sagen, dass ihr uns auf unsere Reise begleitet habt. Wintercampingurlaub, unser erster Wohnmobil. Ich hoffe, es hat gefallen. Ja, ich hoffe auch. Bin immer wieder ins Wort gefallen. Happy wife, happy life. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Tour wieder. Mal gucken, wo es dahin geht. Ja, würde ich auch so sehen wollen. Also bis dahin, schönen Dank fürs Zuschauen, schönen Dank fürs Einschalten, schönen Dank für die lieben netten Kommentare. Und ja, ich würde sagen auch, ne? Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Bleib sauber. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. Ciao.